Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum heutigen Update zu Island. Wir haben den 17.02.2024. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video werden wir uns über die Schwarmbeben bei Elde unterhalten. Wir werden uns über die Magma-Intrusion unter der Sudno-Kraterreihe unterhalten, ausgehend von der Magma-Intrusion unter Svartsengi. Wir werden uns in diesem Video über die Erdbeben am Fagradalsfjall unterhalten. Wir werden uns ein wenig über die neue Gefahrenkarte unterhalten, die veröffentlicht worden ist. Und wir werden uns auch über die Warmwasserversorgung von Grindavík unterhalten. Denn da gibt es nämlich ein kleines Problem. Gut, beginnen wir mit der kleinen Insel Elde. Diese liegt ungefähr 15 Kilometer südwestlich von Reykjanes. Das ist einmal diese kleine Insel hier. Zu Beginn dieses Updates werde ich euch einmal ganz kurz die Daten von dieser Insel nennen. Von West nach Ost misst sie ungefähr einen Durchmesser von 100 Metern und von Süd nach Nord hat sie ungefähr einen Durchmesser von 170 Metern. Verdammt klein. Sie ist verdammt klein, aber wenn man davor steht, sieht sie schon relativ groß aus, gewaltig, wie ein gewaltiger Felsen, der aus dem Wasser ragt. Und dort haben sich Schwarmbeben ereignet. Ja, ist tatsächlich auch nicht so selten bei der Insel, wenn man jetzt mal so die Erdbebenkarten der letzten Monate beobachtet. Das kommt schon mal häufiger in diesem Gebiet vor. Ob wir jetzt in diesem Gebiet einen submarinen Vulkanausbruch in der nächsten Zeit beobachten können, steht jetzt noch nicht fest. Die Daten dafür sprechen aktuell nicht. Die Schwarmbeben, die jetzt in diesem Gebiet hier sich ungefähr manifestieren, ich zeichne euch das jetzt mal gerade hier ein, das ist immer ungefähr so, ist ungefähr. Ja, so, da manifestieren sich die meisten Erdbeben und wenn wir weiter rausscrollen, können wir die kleine Gebirgskette unten im Ozean erkennen. Das ist die Verwerfungslinie. Dort haben wir zwei divergierende Plattengrenzen und zwar vom mittelatlantischen Rücken, einmal die nordamerikanische Platte zum Westen hin, oh, kleinen Moment, dazu muss ich das hier einmal wieder ausblenden, genau, zum Westen hin und zum Osten hin die Eurasische Platte. Und die nordamerikanische Platte zum Westen driftet momentan aktuell etwas schneller Richtung Westen als die Eurasische in Richtung Osten. Das bedeutet, die nordamerikanische Platte zieht sogar die Eurasische Platte ein wenig hinter sich her, aber dadurch vergrößert sich immer wieder diese Verwerfung, ja. Und die Erdbeben, die wir jetzt dort aktuell bei Elde haben, sind tektonisch. Also sie deuten jetzt nicht auf einen bevorstehenden Vulkanausbruch hin. Das zur Insel Elde. Jetzt kommen wir zur Magma-Intrusion unter der Sudno-Kraterreihe, ausgehend von der Magma-Intrusion unter Svartsengi. Und zwar haben sich dort zwischen dem 9. Februar und dem 14. Februar, also nach der Beendigung der letzten Eruption am 9. Februar, haben sich dort circa wieder 2 Millionen Kubikmeter Magma angesammelt. Und wenn man dies hochrechnet, könnte es tatsächlich sein, dass wir Richtung Ende Februar hin wieder auf demselben Niveau wie vor der letzten Eruption sind. Das heißt, bei ungefähr 10 Millionen Kubikmeter Magma-Ansammlung unter der Sudno-Kraterreihe. Und dann besteht natürlich wieder die Gefahr eines Vulkanausbruchs, ja? So, denn dort hat sich nämlich damals nach, also was heißt damals, am 8. Februar 2024 auch die Spalte geöffnet, nachdem 10 Millionen Kubikmeter unten reingeflossen sind. So, wir haben jetzt einen zu beobachtenden Rhythmus ungefähr. Alle paar Wochen kann es jetzt halt wirklich zu einem Vulkanausbruch kommen. Die Magma-Intrusion ist nach wie vor auf einem hohen Niveau und auch die Bodenhebung beläuft sich in immer so zwischen 5 und 10 Millimetern pro Tag. Das ist eine ganze Menge. Man muss mal überlegen, die Campi Flegrei schafft das in einem Monat, ne, von ungefähr so 10, 11 Millimetern pro Monat und wir haben hier ungefähr 5 bis 10 Millimetern am Tag. Ne, das kann man sich wirklich mal hochrechnen, da kommt eine ordentliche Summe im Monat zusammen. Aber da der Boden sich zwischenzeitlich dann auch wieder absenkt, natürlich, wenn es zu einer Eruption kommt, ne, sinkt das dann wieder unter das Niveau und dann im Rhythmus hebt sich der Boden dann wieder, wenn sich das Magma im Untergrund angesammelt hat und dort kommt es dann wieder zu einer Eruption. Das zu der Magma-Intrusion. Jetzt kommen wir zu den Erdbeben am Fagradalsfjall. Dazu mache ich euch direkt mal eine kleine Einzeichnung. Die manifestieren sich ungefähr, ich meine, nee, da nehme ich jetzt was anderes, kleinen Moment, schön dranbleiben.
So, ungefähr manifestieren sich die meisten Erdbeben im westlichen Teil Fagradalsfjall. Ja? So, und wir haben dort seit dem 12.02. etwa 80 kleinere Erdbeben verzeichnet bekommen. Ungefähr mit einer Magnitude von bis zu 1,5. Also wir bewegen uns hier in der im Mikroseismikbereich. Allerdings sprechen die GPS-Daten noch nicht für eine bevorstehende Eruption. Das heißt, die Bodenhebung ist immer noch auf einem geringen Niveau. Und sollte es dort in naher Zukunft auch zu einer Eruption kommen, werden wir das dort an der Bodenhebung auf jeden Fall erkennen. Ja, an der Inflation. Und das werden wir jetzt auf jeden Fall auch auf meinem Kanal weiter beobachten und besprechen natürlich. Ich habe ja in meinen vergangenen Videos gesagt, dass ich vermute, dass sich jetzt die 6 Vulkansysteme, die sich insgesamt auf Reykjanes befinden, dazu mache ich jetzt gerade mal hier die Zeichnung wieder weg. Wir haben insgesamt von 32 aktiven Vulkansystemen auf Island, haben wir 6 Vulkansysteme, unter anderem das Krusovik-Vulkansystem, sitzend auf Reykjanes. Und jetzt könnte es tatsächlich passieren, dass jetzt durch die tektonische Aktivität, die wir dort haben, durch die erhöhte Aktivität der Plattenverschiebung, dass es dort jetzt auch zu weiteren Reaktivierungen von weiteren Vulkansystemen kommt. Es steht nicht fest, es könnte aber passieren, weil diese Aktivität momentan sehr, sehr hoch ist. Ja, und das werden wir auf jeden Fall auf meinem Kanal auch weiter beobachten. Und dazu werden auch weitere Updates natürlich folgen. Jetzt kommen wir zu der aktuellen Gefahrenkarte. Die blende ich euch jetzt gerade mal hier ein. Und da können wir jetzt unterschiedliche Felder drauf erkennen. Und ich verstehe es einfach nicht, dass diese Gefahrenkarten, es wird natürlich von Vulkanologen alles gemacht und da hängen wirklich Fachleute hinter. Ne? Deswegen, ich bin wirklich, was das anbetrifft, ich bin ein Hobby-Vulkanologe, ich befasse mich sehr viel mit dem Thema, aber wenn es wirklich tief in die wissenschaftliche Materie eingeht, da muss ich dann auch mich erstmal einlesen. Da weiß ich auch nicht direkt von Grund auf an Bescheid, wieso, weshalb, warum. Ne? Aber wir müssen einmal bedenken, dass wenn diese Einstufungen geringer gemacht werden, ja, also geringer eingestuft werden. Wir können jetzt auf dieser Gefahrenkarte erkennen, dass in den Zonen, jetzt zum Beispiel Grindavik, dass es dort jetzt zu einem geringeren Risiko kommt, dass dort sich eine Spalte öffnet. Ja, wir müssen aber wirklich in Zukunft trotzdem immer mit Spalteneruptionen rechnen, auch in diesen eingegrenzten Gebieten, die ihr hier auf dieser Karte erkennen könnt. Das heißt, auch wenn die Einstufung geringer ist, mittlerweile heißt es noch lange nicht, dass eine Eruption in diesem Gebiet ausgeschlossen ist. Es besteht immer noch ein Risiko, nur jetzt ein geringeres Risiko. So, und wie das sich jetzt weiter verhält, auch mit der Magma-Intrusion unter Svartsengi, ob jetzt auch intern des Lavadeiches hier oben sich eventuell mal in Zukunft eine Spalte öffnet, gilt abzuwarten. Das können wir auch als Hobby-Vulkanologen natürlich nie voraussagen. Und selbst Vulkanologen können das nicht, ja? So, das jetzt erstmal auch dazu. Jetzt kommen wir noch einmal kurz zu der Warmwasserversorgung intern Grindaviks, denn die ist fast komplett unterbrochen. Nur noch die Hälfte an Warmwasser gelangt nach Grindavik. Und dies liegt daran, weil irgendwo auf der Strecke zwischen dem Svartsengi Hydrothermalkraftwerk und Grindavik, ja, wir haben hier direkt links verlaufend, also von euch aus links gesehen jetzt hier, die Warmwasserleitung hier an der Straße. Ich zeichne euch die mal gerade hier kurz ein. Das. Ja, also hier sitzt die Leitung, natürlich auf dem gesamten Grat hier. Und dort ist sie irgendwo leckgeschlagen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Leck, ne, ich bin, ich spekuliere da immer so ein bisschen rum, so, weil da befasse ich mich halt nicht immer so mit den aktuellen Daten, die zur Verfügung stehen, sondern ich spekuliere auch immer ein bisschen selber. So, und hier irgendwo auf dieser Strecke, ja, ist die Leitung leckgeschlagen. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir haben dort tektonische Bewegungen im Untergrund und auch natürlich gehen irgendwo immer wieder mal Spalten auf, auch intern Grindaviks. Und wenn sich diese Leitung in nur ein paar Zentimeter verschiebt, kann es sein, dass sie bricht. Ja, weil sie ist starr einbetoniert, sie steht auf einem Fundament. Und wenn sich das irgendwie verschiebt, kann es sein, dass diese Leitung halt leckschlägt. Und das ist passiert. Und das wurde dem MBL gegenüber berichtet. Und dazu werden wir auf jeden Fall auch in weiteren Updates drüber quatschen.
Denn wenn die Menschen irgendwann wieder nach Grindavík zurückkehren dürfen, zwischenzeitlich dürfen sie das ja, um weitere Güter zu retten, aber nur unter starker Beaufsichtigung, dann ist wirklich immer eine Gefahr halt da. Und dazu werde ich euch natürlich in meinen Updates immer auf dem Laufenden halten. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr das Update bis hierhin geschaut habt. Ihr könnt mir gerne mal die ganze Situation aus eurer Sicht ein wenig erklären und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das Update gefunden habt. Denn ich habe ein wenig was dran geändert jetzt an diesem Update. Ich muss mich ein bisschen, ja, austesten, wie kommt was gut an beim Zuschauer. Und ich habe jetzt mal ein paar mehr Themen mit reingenommen, anstatt nur Grindavík und Svartsengi. Ne, und jetzt war halt auch mal die Insel Eldey dabei und Fagradalsfjall in einem Update. So, ihr dürft gerne, wenn ihr meinen Kanal und meine Wenigkeit noch nicht kennt, gerne für euch kostenlos abonnieren, wenn ihr euch zu diesem Thema und zum Thema anderer Naturphänomene interessiert. Und auch natürlich die Kanäle meiner Partner abonnieren. Einmal bei dem lieben Sven von Vulkantastisch und einmal bei dem lieben Patrick von Apocalyptic Science. Das würde sie natürlich auch sehr freuen. Und wenn ihr mich in Zukunft ein wenig finanziell auch unterstützen wollt, dürft ihr gerne auch, natürlich bekommt ihr auch ein paar Vorteile, wie zum Beispiel gesonderte Emojis, eine Kanalmitgliedschaft auf meinem Kanal abschließen. Das würde mich wirklich sehr unterstützen und auch die zukünftigen Reisen, die ich dann vornehmen kann, auch nach Island. Es ist nun mal alles sehr teuer und Geld muss verdient werden und ich arbeite wirklich hart für mein Geld. Ich sitze jeden Tag 8 bis 12 Stunden vor dem Computer. Na, man hat natürlich auch mal ein paar Tage Pause, das mache ich auch zwischendurch, aber es ist wirklich eine extrem harte Arbeit, besonders für mein Gehirn und auch für meine Augen, denn die tun danach nämlich immer ziemlich weh. So, gut. Ich verabschiede mich aus diesem Update. Ich freue mich, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Macht es gut. Euer Patrick von Lydon Produktion. Auf Wiedersehen.